Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas von den Testhelden. Wenn auch du dich optimal auf den Einstellungstest bei der Polizei vorbereiten möchtest, dann bist du hier genau richtig. Check doch mal die Videobeschreibung ab. Dort findest du einen Link zu unserer Webseite, wo wir versuchen, dich mit Hilfe von Experten optimal auf den Einstellungstest bei der Polizei vorzubereiten. Das heutige Thema des Videos ist die Polizei in Sachsen. Ich werde euch ein paar allgemeine Sachen sagen und etwas zu den Qualifikationsebenen. Die Polizei in Sachsen mit mehr als 15.000 Beschäftigten kümmert sich um die Aufrechthaltung der allgemeinen Ordnung, Sicherheit im Bundesland und zu den konkreten Aufgaben gehören unter anderem die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten sowie strafbaren Handlungen, Gefahrenabwehr, Verkehrsüberwachung und Verbrechensprävention. Pro Jahr gibt es insgesamt 500 freie Stellen für beide Laufbahnen. Jetzt kommen wir zu den Laufbahnen. Es gibt zwei davon. Die Laufbahngruppe 1.2 erreichst du nach einer 2,5-jährigen Ausbildung mit der Ernennung zum Polizeimeister. Du kannst damit zum Beispiel bei der Bereitschaftspolizei oder in einer Polizeidirektion anfangen. Nach erfolgreichem Abschluss des dreijährigen Bachelorstudiums der Laufbahngruppe 2.1 wirst du zum Polizeikommissar ernannt. Dieser Hochschulabschluss bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten, wie zum Beispiel Gruppenführer bei der Bereitschaftspolizei, Sachbearbeiter der Verkehrspolizei oder Kriminalpolizei oder Fachlehrer an einer der Polizeifachschulen. Wenn du über besondere Qualifikationen wie einem Informatikstudium oder ein vergleichbar technisches bzw. naturwissenschaftliches Studium verfügst, kannst du dich für den Sonderlehrgang Cybercrime bewerben. Ein positiver Abschluss dieser einjährigen fachtheoretischen Ausbildung in der GL 2.1 befähigt dich zu vollzugspolizeilichen Aufgaben mit dem Schwerpunkt der Computer- und Internetkriminalität. Das war's zu dem Video. Solltest du Fragen haben, schreib sie in die Kommentare. Ich würde mich über ein Like freuen und ich hoffe, wir sehen uns bis zum nächsten Video. Bis dahin, dein Andreas. Ciao, ciao.